Und ich hoffe, ihr freut euch drauf auf einen neuen Part. Let's play Yorubaischen. Und willkommen zum neuen Part. Zu diesem neuen Projekt. Das noch immer neu ist, aber gut, okay. So heißt es. Ja, willkommen noch immer zum neuen Projekt. Also es ist noch immer neu, sag ich mal so. Obwohl es schon 3 Wochen her ist ungefähr, aber es ist fast noch für mich ungefähr neu, sag ich mal so. Was soll's? Heute die letzten Stationen im Bäcker, dann doch alles, ja, schon fertig mit den Bäcker-Researchen. Genau, dann doch alles schon abgeschlossen beim Resort, beim Bergresort. Genau, bei Video. Schloss Scheiger, wir haben viel Spaß. Oh mein Gott, wir haben so gute Laune. Jo, wir haben so gute Laune. Let's go. Das letzte Mal und danach gehen wir auch ins Schneeresort. Ich denke mal, heute noch ganz kurz noch gehen wir ins Schneeresort. Genau, Baby. Jo. So. Was brauchen wir eigentlich noch alles? Wir brauchen heute nur noch einen. Genau. Wir brauchen noch einen Stempel. Dann haben wir auch alles geschafft hier im Bergresort. Genau. Ich darf keine Kamera bewegen, okay, sorry. Na gut. Okidoki, was soll's? Wir müssen nur so hier hin, also alles okay bei Video, genau. So, jetzt aber viel Spaß. Erstmal, es wird mit einem neuen geilen Tag. Und einem neuen Part. Sehr interessant auf jeden Fall alles hier. Super, super, sehr interessant, genau. Ja, wir müssen halt hier rein, genau. Da ist der Weg zum Pistolenschießen, genau. Wie ist die Straßenbahn? Wie kannst du das denn, ey? Hier ist der Weg zur Straßenbahn. Juhu. Hallo, hallo, hallo. Ist ja echt ganz gut, also kann man sagen, doch, ist echt ganz gut. Okay, das müsste hier der Rest sein, doch. Wo ist denn der Rest? Wir schauen mal, wir haben auch ganz viel Zeit. Wir haben ganz viel Zeit. Genau hier. Oder hier. Ja, hier ist der Weg, glaube ich, hin. Oder auch nicht, egal. Ich verwechsel das immer, sorry. Ich verwechsel das immer, ja. Wir sind falsch Wege gelaufen, okay. Naja, gut, dann sind wir halt die falschen Wege gelaufen. Nee, wir sind die falsche. Okay, wir sind falsch. Sorry. Wir sind nämlich die. Gott, das ist ärgerlich. Brauche ich mal eben hier, genau. Komm, wir machen mal ein Foto, genau. Ein Foto machen und dann kriegen wir so einen Geländewagen. Also ist nicht so schlecht. Genau. Ist dann nicht so schlecht, wie gesagt. Aber gut, okay. So. Ja, man kann es auch mit diesen Dingen, okay. Mit Joker Steuer kann man auch das machen. Ja, klingt ganz interessant. Machen wir das mal hier.
Ja, mit Bayern auf jeden Fall, alles gut. Klar. Jetzt zurück und dann können wir uns auch ein, hoffentlich ein Tierchen aussuchen, irgendwie so ein Geländewagen oder ein Pferd. Wir schauen mal eben. Wir haben auch Zeit, gleich mal so. Ist ja ganz okay. Genau, ist ja ganz okay. Super. Noch ein Gewinner. Wenn du mal ein Foto von dir und den Ultimate Case Fällen haben möchtest, dann sag mir einfach Bescheid. Bis dann. Ja, bis dann. Ja, wir nehmen den Geländewagen, der ist gut, der ist gut. Wir nehmen den Geländewagen, es wird schnell sein jetzt, Leute, ist genau. Oh, sorry. Nein. Raus mit dir, genau, raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir. Wagen, schaffst du noch? Wagen! Nein! Warte, ich bin jetzt einfach hier drüben, okay, dann nicht. Geht doch, wieso geht doch? Sehr nice, so muss ich sagen, genau, bei Video. Nicht dagegen, ey. Nicht dagegen, ey. Gut, geht da doch, geht da doch, geht da doch. Oh, geh jetzt weg. Meine Gott, du Nervensicherheit. So, geh einfach den Weg, oder? Der für den Geländewagen geeignet, was soll's? Ist der für den Geländewagen geeignet, der Wagen? Ich weiß nicht, der Weg meine ich. Ist der Weg für den Geländewagen vielleicht sehr gut oder ist er nicht so gut? Wir schauen mal. Aber das gute Weg, der macht Spaß. Das gute Weg, ja, das ist geil. Juhu, wir haben Spaß. Eila, oh mein Gott! Oh mein Gott, ich liebe es einfach nur. Boah, wie geil ist das denn, ey? Mit dem Wagen nach unten fahren, natürlich, ne? Was gibt es Besseres, als darauf zu fahren, ne? Und hier so runter zu fahren, genau, ich weiß. Naja, gut. Das war echt ein ganz geiler Weg. Also ganz steil der Weg, ganz steil, genau. Ist mal lang, sehr gut. Ist egal. So kommen wir auch ganz schnell voran, doch. Oh mein Gott. Das ist ja echt geil, das ist gut. Das lassen wir so schön lassen. Komm, das lassen wir auch so, genau. Das lassen wir auch so schön. Hahaha, ich bin das so gut, ey, dass man das machen kann. Echt praktisch, ich weiß. Ist echt praktisch, aber es ist unlogisch, aber ist egal. Wir schweben, wie geil ist das denn, ey? Wie geil ist das denn, ey, Leute, ey? Wir schweben hier rum und haben Spaß, genau. Oh mein Gott, ich liebe es einfach nur. So gut, ey, ich liebe das einfach nur. Na, Leute, guck mal, wie geil das einfach ist. Gut, einfach mal, wie geil das einfach ist. Jetzt fall ich zwar runter, aber ist okay. Ja, ist egal, wir schwimmen halt nach unten. Naja, egal. Ballon nicht bekommen, schade. Oh, wie geil ist einfach das gemacht, einfach nur, ne? Juhu. Ja! Das war aber entspannt, das war gut. Komm, nimm mich mit, nein! Stopp, stopp! Schneller!
Ach, egal, dann halt nicht. Ist nicht so schlimm, aber trotzdem, naja. Wir hatten halt mal eine ganz gute Erkundung gehabt, genau. Wir hatten halt mal eine ganz gute Erkundung gehabt, also war ganz gut, genau. Schneller. Ja, so muss sein. Also macht ganz viel Spaß. Also kann man sagen, das macht eigentlich ganz viel Spaß hier. Also die ganzen rumgesprungen, also ist eigentlich ganz nice, sage ich mal so. Wie ist der Anfangskreis genau? Wie ist die Information auch genau? Hier ist eigentlich ganz gut. So ist es, macht echt sehr viel Spaß. Hallöchen. So. Ich würde auch gerne neue Klamotten bekommen. Das wäre ganz geil, wenn ich neue Klamotten mal wieder anziehen könnte. Deswegen ziehe ich auch jetzt neue Klamotten an. So, Handschuhe. Nehmen wir die mal, die ist neu, genau. So, Kleidung, auch mal was Neues, genau. Diesmal nehmen wir Hut, genau. Der ist ja gut, den nehme ich mit, oder? Den. Das nehme ich mit, der ist gut hier. Der ist bestimmt gut. Der ist geil, bestimmt. Der ist bestimmt nice. So riesen Geländewagen. Wäre sehr nett, wenn ich einen Geländewagen bekommen würde, dann konnte ich auch ganz schnell jetzt zum nächsten Event ja, fahren. Das wäre sehr nett. Super, super, sehr nett wäre das. Danke, ich glaube, dass man das wagen kann jetzt. Ja. Geländewagen. So ist es. Und jetzt fahren wir endlich dahin. Endlich fahren wir es dahin. Ich bin gespannt. Arm ist ganz gut, alles hoch und es geht auch ganz gut los, genau. Sorry. So. So. Ja, wir sind echt ganz viel geritten, haben auch Spaß gehabt, Leute, in diesem schönen Resort. Also hat viel Spaß gemacht, sag ich mal so. Was eigentlich hier? Wisst ihr was, Leute? Ich will eben noch mal eben mit euch zu Burg fahren und danach gehen wir erst, okay? Danach gehen wir erst zur Station. Ja, fällt dir keiner bei Insel? Na gut, okay, ja nicht. Wie gesagt, ganz die schöne Burg hier, die ist auch sehr schön, die ist auch sehr beliebt hier in diesem Game, habe ich gehört. Die ist sehr beliebt auf jeden Fall, Leute. Also die ist echt krass. So, let's go. Boah, es ist geil, aber nur, ne, hier. Hier sind jede Menge Bomben, ne? Jede Menge Ballons. Und die ist eine richtig geile Abkürzung. Also echt ganz toll hier, sag ich mal so, ja, kann man sagen. Upsala, sorry. Aber es ist ganz, ganz schleunigst dahin fahren. Ja, hier müssen wir, genau hier hin. Ach, sorry. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nie gesehen, das ist auch so scheiße eng hier, ne? Egal. So, einmal dahin parket. So.
Einmal parken und einmal reden. Du willst das Gewehrschießen probieren. Im Gegensatz zu den anderen Aktivitäten hier ist das Gewehrscheißschießen ziemlich einfach. Das Gewehrschießen ist echt ganz gemein. Und ich glaube, es ist auch nicht so schwer für euch. Und für dich. Das ist sehr nett und das wäre sehr gut. Sehr, sehr gut. Go, wie geschehen, das ist gar genau. Das klingt auch sehr gut. Ich bin gespannt, wie das ist. Gute, 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 let's go. Runde 1, okay. Also ich glaube, es ist nicht so schwer. Also ich glaube, es ist einfach doch ist relativ einfach, glaube ich. Sind das Baby oder no? Geht doch, ey, danke. Ohne zwei. Ich habe auch ein bisschen verschwommen. Das finde ich nicht so toll, aber okay. Okay, jetzt. Ah, okay, ich verstehe schon. Das muss doppelt sein, okay. Sorry, wusste ich nicht. Ja, ich verstehe schon, aber es ist irgendwie sehr komisch. Ich wusste nicht, was wir machen mussten. Wusste nicht, was man machen musste, aber gut. Ist okay, was man machen musste, was man machen musste. Ich brauche das Q, okay, ich verstehe jetzt schon, aber das ist irgendwie der Kompressor gewesen am Anfang. Okidoki. Ist aber echt sehr langweilig, finde ich tatsächlich. Ist nicht so toll für mich jetzt jedenfalls. Achso, es gibt zwei Zehner, okay. Es gibt zwei Zehner-Pack, sorry. Wusste ich nicht. Ich verstehe das irgendwie gar nicht, aber gut. Gewonnen, auch noch nicht, ey.
Also sehr, sehr komisch. Das ist bisher das schlechteste Game, was ich hier gemacht habe. Es ist so schlecht. Macht gar keinen Spaß. Bäh. Es ist gar nicht gut. Gut, weil ich auch für den Schluss aufgehoben habe. Gut, weil ich für den Schluss aufgehoben habe. Das ist gar nicht meins. Das macht auch gar keinen Spaß für mich jetzt jedenfalls. 8. Mach einfach jetzt mal, ey. Ja, jetzt hab ich es. Ich hab versucht, aber ich hab's nicht so gut gemacht. Was soll? Ist auch nicht so einfach für eine Schatz. Ich hab 5 Minuten dafür gebraucht. Ach, ist okay. Ja, ja, ist in Ordnung. Ja, du hast exzellent. Vielen Dank. Wir haben alle Stempel hier im Backersort freigeschaltet. Das ist genau. Sehr gut. Und ist sogar, weil wir strablich spielen. Als die aktive Schlage vor. Was? Sieh eine an. Du hast alle an diesem Resort bereits alle Stempel abgesammelt. Sei, dass du das nächste aufsuchen möchtest. Oder das nächste aufsuchen könntest. Oder auch das aufsuchen möchtest. Ja, machen wir. Zeit, dass du das nächste aufmachen möchtest. So, jetzt würde ich das gerne auch den diesen Bergresort hier mal ein Dankeschön sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und jetzt geht zum Schneeresort. Unser nächstes Resort, unser neuestes und letztes neues Resort. Das ist nämlich das Einzige, das wir noch nicht gemacht haben und das wird jetzt erledigt. Ich bin geheimt. Geheilt und gespannt. Aber das war echt ein gutes Resort und jetzt kommt das Schneeresort. Das Bergresort war auch sehr lang, fand ich tatsächlich. Und jetzt kommt es endlich mal ins Spiel. Jetzt kommt es richtig ins Spiel, genau. Die harten Piste machen wir jetzt. Cory Tocker auf. Torre Blanca. Ich bin gespannt und gehypt. Wow. Wie gesagt, das sieht echt interessant aus. Extra Leute, willkommen im Schneeresort. Als nächstes aktiviere schlage ich Schneeschlacht vor. Oh, das freut mich sehr. Du willst also als nächstes die Schneeballschlacht-Aktivität vorschlagen. Wow, guck mal, wie geil es einfach aussieht hier. Genauso gut wie auch im Bergresort. Ich freue mich wahnsinnig darauf, hier auf das Bergresort. Aber auf das Schneeresort. Sorry. Na gut. Skifahren kann ich auch, habe ich mal gemacht. Scheiße, nein. Na gut, dann nicht. Hi, oh, sorry. Wir können schon mal eine Piste runterfahren, genau. Wir können ja schon mal eine Piste runterfahren. Oder wir fahren mit dem Lift nach oben, genau. Ist einfacher dann. Und dann fahren wir von oben nach unten, genau. Das ist mal was Gutes, genau, Leute. So ist es. Ich bin mal gespannt, was es auch hier für Sachen gibt. Weil ich weiß echt nicht, was es für Sachen gibt hier. Also, ja. Sehr gespannt. Bin echt sehr gespannt, was es hier für Sachen gibt. Also, ja, viel Spaß dabei beim Zuschauen jetzt. Weil ich weiß echt gar nicht von der Sache hier, den Schneeresort. Aber gut. Machen wir das mal, genau. Die Bisse nehmen wir mal hier. Voll krass, ne? Wow. Echt ganz voll krass hier, aber nur, ne? Juhu.
Jetzt wird nochmal krass hier, juhu. Juhu. Das war eigentlich eine ganz schöne Piste nach oben, genau. Also wie gesagt, ich bin auch sehr viel Ski gefahren in meinem ganzen Leben schon mal. Jetzt nie sagen, ich kann nicht fahren, ich kann aber eigentlich ganz gut fahren. Also das ist eine der Sportarten, die ich gemacht habe schon mal in meinem Leben. Ja, Skifahren kann ich. Nämlich in dem Resort bin ich noch kein Quad gefahren und auch kein eben Seeresort bin ich noch kein Quad gefahren und auch kein Langboard oder was auch immer das ist. Kein Spite, kein Scapper bin ich noch nicht gefahren im City Resort. Im Berg Resort bin ich auch noch nicht reiten gegangen, also noch nicht so richtig. Aber als einziges Sportart, die ich mache, ist eigentlich Skifahren. Und das ist halt perfekt, das ist eigentlich die perfekte hier, die Sache hier. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das ist auch was für mich, weil ich glaube, die Resort-Auswahl ist ganz schön hier, weil ich auch Skifahren kann. Also es ist auch bestimmt perfekt. Ich war so mit dem Werfen vom Schneeball beschäftigt, dass die mir gerade ausgegangen sind. So ein Pech. Ja. Ich bin gespannt. Das wird bestimmt super nice. Na, Leute. Okidoki. Let's go. Bis jetzt eine sehr gute Folge und ja, ich hoffe auch, ihr habt Spaß gehabt bis jetzt. Genau, Baby, yo. Ich war aufgeregt, aber Mann, Mann. Mann, 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 man muss aber aufgeregt sein. Na klar, ne? Wie ein Tab, oder? Jetzt nehmen wir alles gut. Gucken wir mal, wer gewinnt. Getroffen. Ja. Habe ich gewonnen? Ich habe schon, dass ich gewonnen habe, ja. Ende. So ist es, wir haben gewonnen. Alter, das war gut. Boah, das hat mir Spaß gemacht. Also ich dachte, jetzt 3 Minuten lang werfen. Aber das war echt ganz gut. Man muss so lange werfen, wie man Leben hat, und dann hat man verloren. Ja, dann ist man an Schneeball selber. Schon nice, sag ich mal so. Schon ganz geil. Das war ein ganz schöner Part. Wenn ihr es auch so seht, dann sage ich auch jetzt bis zum nächsten Mal. Hat mir ultra viel Spaß gemacht und ich hoffe auch ihr habt Spaß gehabt. Hey, ja gut, ich weiß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, war gut.